Hallo, Exhumit hier wieder und wir sind in einer nächsten Folge unterwegs, wieder mit mir. Genau, mit dem Robin. Und mit dem bei Gewitter und Regen. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Und wir machen es hier auf die Jagd. Gucken mal, was wir so für Dinosaurier finden. Gibt ja immerhin ganze 5 verschiedene. Genau, leider nur. Aber egal. So, Robin hat noch ein paar Pfeile für mich, hat er gesagt. Ja, 10 Holzpfeile. Wir treffen uns mal bei Mama, ne? Ja, genau. Angeblich ist dahin auch die T-Rex-Dame unterwegs, die ich ja immer noch nicht eingescannt habe, die angeblich auch immer noch lebt. Ah, ich habe sogar Brüllen gehört. Das muss ja vor uns jetzt das Vieh sein. Ja, Tatsache, ich habe ein Dino. Ein Zweifüßer. Zweifüßer, ja. Menschlicher Zweifüßer. Du stellst einen Dropod auf, das Vieh wird in einer Minute umfallen, falls es überhaupt zu uns kommt. Nee, weil mein Dropod ja noch bei Status Folly ist, deswegen. Wenn ich keine Lust habe, falls ich sterben sollte, dann da zu spawnen. Das scheint ein... Das ist ein neuer... Das ist ein neuer, offensichtlich. Na dann, schieß mal. Also ich habe den jetzt so auf den Seite geschossen. Irgendwie ein bisschen lächerlich. Aha, jetzt. Mein Gott. Weiblich 6,1 bis 6,4. Das ist der. Ja, hab nämlich gerade gesehen im Laufen, dass die Spuren, die er gemacht hat, noch nicht rot umrandet sind. Also neue Spuren sein mussten. Und ich habe mich schon gefreut. Was? Ich habe nur 7% Schaden gemacht? Okay. Nie im Leben. Mit 7 Schuss. Du hast auch 7 mal getroffen. Aber bei mir hat es einfach nur mal 7% Schaden gemacht. Das ist doch Quatsch. Habt ihr den vollen Seite? Man hat es ja im Video gesehen. Beziehungsweise ihr seht es ja oder habt es im Video gesehen eben. Nie im Leben hat der da nur 7% Schaden gemacht, der Schuss. Oder die 7. Das ist ja ein Quatsch. Aber Judas kennen wir ja, das ist ja nichts Neues hier. Dass das irgendwie nicht richtig berechnet wird. Warum auch immer. So, gutes Bild. Verrenkt sich hier so ein bisschen direkt. Hast du... nee, hast du nicht. Was habe ich? Wasser habe ich. Nee, ein Droppot. Wie gesagt, Droppot sag ich schon hier. Nö. Ein Pot wegen Pfeilen, wo es mir Pfeile geben. Ach so, ja. Ja. Kann ich... Bin gerade noch so versessen darauf, dieses blöde Weibchen endlich mal irgendwie zu töten. Verstehe. Das läuft nämlich da unten Richtung Lava Lake. Schon so viel Schaden abbekommen, dass er wieder flüchtet. Ich hasse die Viecher. Du kannst gar nicht darauf reagieren, renn ich mehr weg. Ach komm. Habt ihr in die Tüte die 10 Pfeile getan? Lunge und Herz getroffen, ey. Naja.
Hast du meine Tüte mitgenommen? Jo, danke. 6 Schuss läuft. Die weghauen, nehmen die aber die Tränke mit. So, was haben wir denn bei Madame? Haben wir da irgendwas Schönes? Nee. Wie, nee? Nur 4 Compound-Pfeile. Ja, die kannst du mir geben. Ich würde sagen, die teilen wir gerecht auf. Oder ja, halt so. Ja, und im anderen habe ich nichts rausgenommen. Und war, ja, das nächste Gewicht der Wahl. Danke dir. So. Jojo, kein Ding. So, und ich gehe aber wieder dieser blöden T-Rex-Dame hinterher. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück, dass sie irgendwann nochmal von meiner Flinte auftaucht und ich noch dazu komme, einen Schuss zu setzen. Folge 10. Robin hat endlich den T-Rex erschossen. Genau. Er ist dabei 5-mal um die Insel gewandert, 3-mal gestorben, 12 andere Rexe erledigt. Richtung Lava Lake, hast du gesagt? Ja, ich habe hier auch Spuren. Die sind in einer schönen, exakt geraden Linie. So, wo ist denn mal das Gewehr aus? So, hier. Richtung Vulkan oder wo läuft der lang? Nee, Lava Lake. Ich nehme auch die Spur mal auf, damit ich ein Pferd hab. Also ein Battle Worn wäre ja auch mal nicht schlecht. Ja, ne. Also immer wieder finden würden, aber... Hier ist die Spur. Ist ja so wahnsinnig selten. Deswegen war ich ja letzte Folge oder vor letzten Folgen so überrascht, hatte ich dann den seltenen Uta gehabt, den ankommenden Uta und den seltenen Triceratops. Ja, wobei die, wenn man... Das ist ja das Lustige, jedes Mal, wenn ich jetzt einen seltenen Dings hatte, hatte ich gleich 2. Ja, das kommt auch öfters vor, dass Triceratops und Meere sind, ja. Eigentlich 2 immer. Gut, dann machen wir es mal Richtung Lava Lake und verfolgen mal den T-Rex. Dichten Regen, dichten Nebel. Und Regen tut es nicht so, aber... Ja doch, jetzt fängt es an. Es ist auf jeden Fall neblig, düster. Ja. Das kannst du direkt ein klein wenig heimlich. Ein klein wenig gruselig. Es fängt aber an hier beizudrehen. Na, schwerer Dampfer, der braucht eine Weile. Ja. Der kann nicht instant wenden. Wenn du siehst du noch Bescheid, dann schieße ich mal drauf, weil ich habe hier die 308er. Ah ja, okay. Extra jetzt mit dir noch. Ah, hier, das sind 9 Pfeile. Das ist doch ideal für dich. Jo. Ja, durch den Nebel sieht man wirklich gar nichts. Wenn hier irgendwo Tier jetzt steht, dann sieht man nicht. Ja. Im besten Fall hört man die Dinger ja auch vorher. Was haben wir da noch? Ein Triceratops. Spur. Der ist aber echt... Weiß ich. Der müsste eigentlich ja mal stehen geblieben sein. Der müsste der, voll mal weil der kann ja nicht die ganze Zeit nur umrennen sein. Weil ab jetzt sind die Spuren ja auch immerhin ziehend und nicht mehr flüchtend. Jetzt da lang, oder was? Ja, der dreht weiter. Okay. Richtung Vulkan wieder und dann wieder Richtung Basis oder so. Also langsam kommt die Sonne wieder raus, schön. Ich muss sagen, das gefällt mir echt gut im Spiel hier. Finde ich jedes Mal wieder toll.
Ja, auch so diese Licht- und Schattenspiele sind schon echt klasse. Ja. Wobei ich habe letztens wieder ein paar alte Videos von mir gefunden und da war der gesamte Boden bedeckt quasi von diesem ganzen Gebüschzeug. Und das sah echt cool aus, aber jetzt ist es ja irgendwie mehr oder weniger kahl in der Ferne Genau. und nur noch diese einzelnen Büsche. Das finde ich irgendwie nicht mehr ganz so passend. Vorher sah es irgendwie besser aus, wo quasi alles grün war im Endeffekt. Naja, gut, das ist halt dann auch unübersichtlich. Ja, ist richtig, aber ich meine so diese halbfeuchten Gebiete. Wahrscheinlich vertreibst du gerade den Rex oder so. Oh, da hat ein Loch in der Brust. Löchlein. Der macht aber schon eine komische Miege, der Triceratops, sag ich schon, der T-Rex. Leider. Wenn man so guckt hat, von Madame aus irgendwie, dann hier lang und in die Richtung. Ja, ich bin damit auch nicht so wirklich glücklich. Vor allem, weil ich Bist ihn du gerne dir mag. sicher, dass du den verfolgen möchtest weiterhin? Ich frage nur. Ich meine, ne? Da, wo ich bin, sind zumindest ein paar Triceratopse. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich höre, ich höre, ich höre. Ich habe gerade einen Uta gehört irgendwie. Hast du einen angeschossen? Ja. Vorhin. Ah ja, der rannte, glaube ich, gerade weg. Ja, aber ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Den Rex. Ach, der Rex, der Ute kommt auch an mir vorbeigelaufen. Der dumme Triceratops. Gucken, was sagt die Blutspur. Naja, komm, egal. Tritt sich fest. Manchmal klappt das nicht, ey. Da stehen die halt so blöd auf dem Stein wieder und das ist doch immer das gleiche hier. Halt nicht still, wenn man so wie der hier. So muss das eigentlich laufen. Ich habe auch keine Lust an mich dem hinterher zu rennen jetzt. So, hast du den? Nein, ich hab ihn gesehen. Er war, keine Ahnung, 100 Meter vor mir. Ja, dann Ich hab hör ihn. zwar... Ich bin ja tot. Wie, du bist tot. Wie, du bist wohl Naja. tot. Was denn macht? Na, ich wollte Ach, leise da habt diese... ihr getötet worden. Ich Den, wollte auf den den... ich hingewiesen hatte, der am Wegrennen war. Ja schon, der war ja auch direkt hinter mir, aber das Ding ist, ich wollte den leise töten, aber ich hatte halt nur noch unter 50 HP und er hat halt einfach instant diesen Sprungangriff gemacht. Und da war ich sofort tot. Ja, normal. Ach, Robin spawnt gerade. So, jetzt geht's weiter. Kleine Leck gewesen. Nicht wundern. Ach, da oben, da stehen zwei Raptoren und ein Triceratops. Ja, und genau da war auch der Rex, aber das ist egal. Pfeile. 19. Das raus. Das rein. Zack, nachladen. Oh, mach ich schön die Räuche. Das sind wirklich drei so, ne? Also ich habe zwei auf der anderen Seite gesehen, einer hat mich angegriffen, also Naja, drei. drei, ja. Naja, sag ich doch. Mindestens. So, ab ins Gebüsch, ins Gras. Tarnung aufnehmen. Mit Dreck einschmieren, damit sie uns nicht riechen. Langsam nach vorne pushen. Durchs Gras. Ganz still und heimlich.
Und dann boom, hat er dich getötet. Genau. Legen wir an und... Ha, daneben. Dann ist er tot. Tod tötet am tödlichsten. So würde ich auch meine Leichen einteilen. Du bist tot, du bist Töter, aber du bist definitiv am tödlichsten. Hier Nummer 3. Dann haben wir das Pärchen komplett hier, der Triple. Gucken wir mal, wo der steckt. Interessiert den gar nicht, dass ich hier rumschieße. Wir laufen einfach weiter. Ah, jetzt kommt er. Der hat sich aber sehr schnell gedreht. Mal schnell einen Heiltrag nehmen. Nicht, dass es genauso ergibt wie Robin. So, haben wir. Platt gemacht. Übrigens hat angeblich das Ding, ich habe einen Kackhaufen eingesammelt von dem Rex und angeblich hat er immer noch einen geschlossenen Kreis, in dem du dich befindest. Ja, hier ist ja auch ein Kackhaufen, ja. Da ist übrigens ein Vogel. Ja, das habe ich eben auch gerade gedacht, als ich im Menü war. Denke so, was ist denn nun los? Ich muss so riesen Flügel neben mir, einen halben Meter vor mir und da war ich im Menü gerade drin. Oh mein Gott. Was ist hier was los? Ein Kill nach anderen. Tja, und da kommt auch schon der nächste Router. Ja. Ja, das wird herrlich. Das ist also eine Router-Ruppe gewesen. Triceratops sind wir auch noch hinter uns. Aber sehen tut nicht, wo ist denn der? Unten im Tal. Da wo ich bin. Da unten, wieso höre ich den dann hier hoch schon? Ach, und hinter dir sind Triceratops. Ja, ich weiß ja. Machst du den Uter dann? Naja, ich habe den Uter schon angeschossen, aber der rennt weg. Bin ich wahrscheinlich zu weit weg. Einscannen, nicht die Spuren. Hallo. Na, geht doch. 17 Treffer. Bin halt gerade ein klein wenig in Ballerlaune. Okay. Die da. Der letzte Schuss war wahrscheinlich sinnlos. 2%. Ja. Ein Treffer von dir, 34 von mir. Und okay. Davon wurde getroffen einmal Linklunge und einmal Richtlunge. Ansonsten Körper. So, Uter 1. Da steht übrigens noch ein Uter. Noch einer. Wo kommen die denn alle her?
ist hier irgendwie Nest. Hallo Uta. Tschüss Uta. Aber ich glaube, jetzt haben wir dann soweit hier alles gegeben. Ja, bis halt auf den T-Rex. Ja. Den haben wir halt immer noch nicht. Beziehungsweise du hast den nicht. Ist ja nicht meiner. Ja, kannst auch drauf ballern, wenn wir da legal, Hauptsache das stirbt irgendwie. Aber ich glaube, den sehen wir wahrscheinlich nie wieder. Ja. Ist auch doof. Der ist übrigens cool, ne? Ich schieße den zweimal an, aber trotzdem rennt er zu dir. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst ein Abo da. Würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Jagd auf Dinosaurier mit dem Nike Hubert und... Ja.